Zwei Laster fahren nach Süden, am anderen Ende des Felds. Bestätigt. Vielleicht ziehen sie den Schwanz ein. Sie positionieren sich neu. Aktivität auf dem Feld. Funkstand. Und aus dem nördlichen Gebäude Nachschub. Wir werden absichern. Roger. Gehen wir rein und rüsten uns aus, Sergeant. Jo. Aufmachen! Gott sei Dank. Unten bleiben. Und nicht da rausgehen. Sergeant, einpacken und zu mir. Roger. Bravo 6, hier ist Jaguar 4-1 für Luftunterstützung. Waffen scharf. Verstanden, 4-1, auf Ziele warten. Flieger für Luftunterstützung? Eine Drohne, Treibstoff gering. Hab verstanden. Yeah. Drohne ist in Position. Du musst Ziele markieren. Captain, wir sollten uns den Wolf schnappen und verschwinden. Negativ. Wir halten diese Position. Danach können wir weitersehen. Geben wir ihn auf? Vielleicht müssen wir das. Bravo, wir brauchen sofort diese Drohne. Roger, auf dem Weg. Da, los! Da bewegt sich was! Ja, danke. Sehr gut, Fahrer. Los! Feuchtigkeit geht auf! Nach oben, 06, Jaguar 4-1 ist über Ihnen für Feuermission. Warten auf Ihr Zeichen. Ja, ich weiß. Der Rick ist wieder der Hauptverkehrsgewerbe. Markiert mit dem Stern. Feuerung. Rakete gestartet. Nicht mehr lange. Ostseite! Unbekanntes Fahrzeug am Ende des Feldes. Zivilisten? Oder eine Autobombe? Es kommt auf uns zu! Verstanden. Rakete ist unterwegs. Waffe gesehen, Kyle! 06, Jaguar 4-1. Aus dem Osten nähern sich Ihnen Feinde. Over. Bestätigt. Ich brauche Deckung! Auf der Straße! Hier mit dem Kontakt! Solide geschossen! Sekundär auf der Straße! Verstanden! Gefeuert! Bestätigt! Er ist in der Nähe! Gib mir Deckung! Verstanden! Markiere!
Man sollte eigentlich mal... Rakete im Stahl. Direkter Treffer. Wollen wir mal dieses Auto sich ein bisschen... Verstanden, Ziel markiert! Jawohl. Verdammt, hübscher Treffer, Kai. Oh oh. Verstanden, Rakete ist unterwegs. Treffer. Sie sind innerhalb des Bereichs. Gefeuert. Keine Wirkung. 06, Jaguar 4-1 ist ohne Treibstoff. Drehe bei. Verstanden, 4-1. Danke für die Hilfe. Was heißt das? Dass wir auf uns allein gestellt sind. Konzentrieren. Nordosten. Kein Schussfeld. Wir müssen sie ausschalten. Ich gehe. Aber nicht alleine. Garrick, geh mit Hadi. Schalte das Hörner-Team aus und kommt dann zurück. Ja. Das ist das Hörnerhaus. Linke Seite. Jawohl, auf geht's. Hier lang! 06, wir sind am Zielgebäude. Gehen rein. Verstanden, wir stellen das Feuer ein. Ah! Nach oben, los! In den Hohn! Gott, Herr! Alle Einheiten, hier Bravo 2-6. Alle Mörser ausgeschaltet. Das Gebäude ist sicher. Zurück zum Gelände. Jo. Schwester, da kommen noch mehr Kämpfer! Im Feld! Residenz zurückziehen! Wir fahren rein! Alcatella ist in die Residenz eingedrungen! Wir werden auf der Residenz getroffen! Wir müssen uns wieder holen! Schnell darüber! Schnell!
Garrick! Stacy, verschwinden Sie sofort! Die klemmt, hilf mir! Sicher! Alles gut! Er ist weg. Sie sind durch die Mauer. Verdammt! Sie haben ihn, Captain. Wir finden ihn. Hadir, bring dein Team zur Kreuzung. Bring alle, die du hast. Ja, Schwester. Was ist der Plan, Pfarrer? Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq al-Mut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer für den Wolf. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier anhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Ma'am. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Halte uns auf dem Laufenden. Alex! Hier lang. Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an. 338 Lapua. Panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Hadir. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. So. Siehst du das Funkeln bei der Straße? Ja. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Ah ja, platziere ein Ziel beim Bus. Tikrami Bintelam. Etuhwani. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Okay. Serjahel. Hetemu Tavjir. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Zwei Striche darüber. Daneben! Lass dich nicht von ihr einschüchtern, Alex! Okay. Sie... Treffer! Sie spricht mit dir, Alex! Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Also ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass man einen Scharfschützen mit seiner Dings genau mal erklärt wird, wo die Kugel hin ist. Die Melone, wird. Alex. Auf der Kühlbox. Jaha, ich hab's doch kapiert. Versuche es höher. Rechts. Bitte rechts. Okay. Nach links anpassen.
Etwas höher. Du bist zu weit unten. Die Distanz ist 600 Meter. Treffer. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Yahya Wen, passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Ja, genau. Nichts als Wind. Ich hab was bei der Ölpumpe. Nur ein paar Streuner. Ja, Yahya Wen, warum bist du so barbarisch? Huch, soll ich nicht angeschaut? Aber ich höre was. Mein Fahrzeug nähert sich verlust! Verstanden, nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet, rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speere des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach! Augen aufs Dach, Alex. Ja, ich sehe es. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter. Wenn man jetzt schieß, nicht alle, wenn du so weit bist. Wenn man nicht alle Erfolge kriegen, ist okay, alles in Ordnung. Guter Nummer Treffer, eins. Noch einer. Und guter zwei. Schuss, zwei Speere weniger für den Wolf. Schön in die Beine. Ali, geschossen. Du kannst jetzt hin. Hadir ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Ja, das bin ich schon. Alles gut. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Maschi, انتظروا الإشارة. Die Männer des Wolfs müssen zum Passieren den Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Jawohl. Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Seid tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei ja. Alcatala-Fahrzeuge. Verstanden, nicht feuern, lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein, sie müssen näher ran. Näher, na los, nicht so schüchtern. Sie sehen ihn, sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. 3, 2, spreng den Truck, Alex. 1, jetzt. Feuer. Angriff! Angriff! Feuer eröffnen! Rechts vom Bus! Ja! Yeah. Treffer. Nächster. Auf die Fenster achten! Links vom Bus. Guter Schuss, Alex.